sind. Klasse. Wenn nicht, komme ich unter uns. Fest und zusammenarbeiten. Weil dann auch die Gefühle sind. Unter anderem. Jetzt zum Einführung. Geh, schau mal da hinten. Wenn man selber im Wasser ist, rechtzeitig versuchen, um Hilfe zu rufen, zu winken, dass dann die Leute an Land erkennen, die Notfallsituation erkennen. Wenn man sowas am Land beobachtet, dann den Hilferuf auch weitergeben an umstehende Personen, schauen, welche Möglichkeiten zur Rettung vom Land aus habe ich. Liegt vielleicht ein Rettungsring, den man werfen kann? Erreiche ich damit den in Not geratenen? Habe ich einen Bademeister, habe ich eine Wasserwacht vor Ort, die ansprechen und darauf hinweisen? Die können dann eine Rettung durchführen, zeitnah auch den Notruf absetzen, sofern keine Hilfe vor Ort ist. Das kann man an andere Badegäste delegieren. Kurz schildern, dass jemand in Not ist im Wasser, dann kann auch Hilfe geschickt werden. Die Rettungshunde zum einen mal an die Arbeit am Wasser mit den Booten gewöhnen, an die ungewohnten Geräusche, die Bewegungen auf dem Wasser, dass die einem Einsatzfall da routiniert vorgehen können, sich da einfach wohlfühlen. Und mit der SEG Transport Schnittstellen mit der Zusammenarbeit ausloten. Beispielsweise beim Hochwassereinsatz, wo Menschen mit Booten von A nach B transportiert werden müssen, damit alle Beteiligten im Umgang damit geschult sind, fit sind und im Bedarfsfall gerüstet sind.